Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute, wie ihr im Hintergrund seht, ist wieder Rewards Day. Auch dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zu App findet ihr in der Videobeschreibung, sowie meine anderen zwei Partner MMOGA und Level Up. Es kamen gestern zwei neue SBCs draußen hier. Untauschbare 81 Plus, Team of the Week Upgrade Pack und ein tauschbares 84 Plus. Werden wir wahrscheinlich von beiden eins noch in dieser Folge machen. Auch diese Footy-Abstellung werde ich noch machen, aber da werde ich wahrscheinlich erstmal die Upgrade Packs öffnen. Und sonst, ja, sehe ich jetzt nichts Krasses. Ich überlege immer noch Bale, ob ich den mitholen soll. Aber, ja, und die hier, eigentlich unnötig, ne? Eigentlich unnötig. Ich habe eigentlich noch 1,3 Millionen Münzen auf der Transferliste. Da habe ich einen SBB aufgenommen. Werde ich euch jetzt nicht zeigen, welcher Spiel das ist. Aber, ja, ungefähr 3,3 Millionen Münzen haben wir. Ich schau mal, schreib mir rein, wen soll ich mir holen für diese Weekend League? Wahrscheinlich OTW Ronaldo. Optimus Prime Henri. Wen gab's noch? Toti Modric habt ihr mir auch noch vorgeschlagen. Schreibt mir gerne rein, wen wollt ihr sehen für diese Weekend League? Ich glaube, ich habe Bock auf eine Special-Karte von Ronaldo, aber ihr könnt entscheiden. Dann würde ich sagen, ja, schnacken wir nicht so lange. Fangen wir direkt mit den Rivals-Belohnungen an, ja? Was? Ich bin abgerutscht. Oha, ich dachte, es würde reichen. Ich dachte, ich hätte genug für die 225k-Packs, aber... Ja, mies, Jungs, mies. Ich einfach abgerutscht und, ja, krieg nur die... Belohnung für Rang 3 und Lufthoheit. Da gibt es nochmal eine Footies-Abstimmung. Hab ich gar nicht mitbekommen. Den gibt's denn da? Wen wählt ihr? Lufthoheit. Ja, ich hätte so mal aus entspannt, auf entspannt mal Pulse mit. Glaube, auf den hätte ich am meisten Bock. Wen habt ihr gewählt? Schreibt mir das in den Kommentarbereich. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ja, machen wir die Packs auf. Ja, auch nicht so schlecht. Aber ich dachte, das würde reichen. Haben wir zwei Megapacks und zwei seltene Spielerpacks. Und die Spieler werde ich dann einfach in die SBCs am Ball, je nachdem, was wir natürlich ziehen sollten. Wäre natürlich nice, wenn wir hier ein paar 83er, 84er ziehen könnten. Dann können wir dieses Inform-Pack noch mitnehmen. Auf Ehre EA wäre es richtig nice. Okay, wenigstens 82er. So, gehen wir weiter zum zweiten Megapack. Und es laggt komischerweise ein bisschen lange. Ich dachte, die haben das verbessert. Oh, wir kriegen aber auf den Walkout. Ich habe nichts gesagt, EA. Ich habe nichts gesagt. Das ist ein OTW, glaube ich, wieder. Ah, Allison. Hello, Allison, wie geht's dir? 88er. Gutes Rating zum Abgeben. Leider ist die OTW-SBC weg. Aber trotzdem, 88 Rating nimmt man so mit. Kann man so machen, ne? Kann man so machen aus dem Megapack. Oh, und noch den Ochoa. Und 83er. Also geht's schlimmer. Ja, dann haben wir noch zwei 50k-Packs. Wir haben schon den ersten Walkout mit OTW Allison. Back-to-back. Wäre zu viel gewesen anscheinend. Aber zumindest eine Leinwand. Das ist wieder nicht schlecht für unsere SBC, die wir noch machen wollen. Kareshma. Okay, 84er. Ja, nehmen wir auch noch mit. Warum nicht? So, letztes Pack von der Rivals-Belohnung. 50k-Pack. Vielleicht wieder mal ein Walk auf EA auf Ehre. Ja, Mann. Nice. Das ist auch gut. Das ist nicht schlecht. Das ist wieder ein OTW. Und das ist diesmal... Richarlison, den hatte ich, glaube ich, letztens tauschbar gezogen. Jetzt haben wir ihn untauschbar. Ja, auch nicht schlecht, aber ja, außer ein First Rating braucht man die, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Sommer, Castiello, ja, in Ordnung, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Gehen wir einfach mal, kurz die Transferliste noch durch. Ja, Messi habe ich jetzt verkauft, ne? Den hier verkauft und ja. Gestern sind die ein bisschen gestiegen, die 83er für 4k jetzt weggehauen. Warum nicht, Jungs? Und noch ein paar, ja, hier die UCL-Spieler noch verkauft. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Fujens-Belohnung. Gold 1 leider nur geschafft. Ich hoffe, diese Woche kann ich wieder Elite 3 erreichen, weil diese 3er Team und Season Packs sind ja schon ganz nice. Durch die ganzen SBB habe ich viele Münzen verloren, viele untauschbare Karten, die werdet ihr noch sehen. Deswegen, ihr wäre ganz, ganz nice, wenn du mir vielleicht die ein oder andere krasse Karte zurückgeben könntest. 1 von 4. Also letzte Woche mit E3 war es nicht so geil, die Player Picks. Vielleicht mit Gold 1 ein bisschen besser. Komm mal, yay, auf Ehre. Was ist denn das, Digga? Dann nehme ich mal Neger mit, aber das ist ja richtiger Müll. Boah. Vielleicht jetzt auf Ehre was Gutes? Ich glaube fast gar nicht mehr dran. Erstmal nehme ich so früh das auf. Belohn mich doch. Ah, ja, nehme ich ja TSD, glaube ich, mit, oder? Santi Cazorla.
Feister eigentlich nicht so schlecht. Na komm, dann nehme ich mal Santi mit, einfach so, keine Ahnung warum, frag mich nicht, wieso, weshalb. Ja, keine Ahnung, würde ich sagen, machen wir noch mal die 200 K-Packs auf und dann machen wir vielleicht noch hier das ein oder andere Teamviertel Weak Pack. 200 K-Packs vielleicht auf Ehre, hier schon mal ein Walkout, es lädt lange. Und es gibt ein Walkout, come on. Vielleicht irgendwas Gutes, Tauschbares, das ist... Go to the fire. Ach, komm. Das ist der Jeko. Ich meine, die Musik ist nicht schlecht, aber... 86er Jeko ist jetzt nicht so nice. Was haben wir noch dahinter? Okay, okay, warte mal. Die sind meistens ja nichts mehr wert, ne? 18k. Matuidi. Ja, bisschen was wert. Ja, okay, die 83er sind alle ein bisschen was wert. Ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist mal gar nicht mal so schlecht, dieses Pack. So, Jungs. Letztes 100k-Pack. Und dann gehen wir gleich noch ein paar SBCs machen. Ein paar Team of the Week-Packs machen. Vielleicht Back-to-Back-Walkout. Weiß nicht. Also, anscheinend sollte das Patch die Server eigentlich verbessert haben. Aber ihr seht, was ist denn heute los? Wieder mit EA. Ja? Aber ich beschwere mich. Je länger es lädt, desto besser ist anscheinend unser Packlack. Ist ein Food Birthday. Oh nein. Ah, ist witzig. Den haben wir schon mal gezogen. 88er war. Ist nicht so schlecht, denke ich, oder? Was sagt ihr, Jungs? Food Birthday Witze. 88 Rating. Ich weiß nicht, wie viel der noch wert ist. Vielleicht 30k. Ah, vielleicht ist auch was dahinter. Es lädt wieder ein bisschen lange. Das könnte was Gutes bedeuten. Oh, okay. Okay, ist nicht so schlecht. Er ist, ja okay, 30k wert und er ist 50k wert. Also es geht schlimmer. Ist gar nicht so schlecht. Nehmen wir alles mit. Nice. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Cut. Und ich bereite ein paar SBCs vor. So Freunde, ich bin zurück. Ich habe ein untauschbares gemacht. Ich habe Footy, die Spoons. Keine Ahnung, wie das hieß. 45k Pack haben wir auf jeden Fall bekommen. Das habe ich gemacht. Und ja, das werden wir auch noch mitnehmen. 84 plus Team auf dem Week Pack. Die meisten sind hier untauschbar oder halt nichts wert. Dann gebe ich das auch noch ab und ich habe keine Ahnung, warum dieses Ladebalken unten die ganze Zeit angezeigt wird. Also es dauert immer ein bisschen, bis die ganzen Sachen geladen sind. Aber solange ich ein bisschen Packlack habe, beschwere ich mich nicht. Ich würde sagen, wir fangen mit einem untauschbaren 81 plus Team of the Week Pack an. Es lädt ein bisschen, das könnte dann... was gibt es? Nein, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Nicht so wichtig, ist untauschbar. Kann man eine SBC irgendwann mal abgeben. Ist es? 82 Cassie, okay, nicht schlecht. Nehmen wir mit. Kostet auch nicht so viel, also ist echt nice eigentlich. Kostet irgendwie 10, 11k. Wenn ihr also irgendwie noch irgendeine SBC machen wollt, wo man Infos braucht, kann man auf jeden Fall diese SBC vorher machen. Kostet 11k, also wenn ihr Glück habt, zieht ihr vielleicht was Gutes draus. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir als nächstes dieses 45k Pack auch und dann das tauschbare 84 plus 10. Week Pack. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Glück. Walkout schon mal aus dem 45k Pack. Es ist wieder ein Man of the Match. Keine Ahnung, Immobile? Ne, wer ist denn das? Chiesa? 84. Ja, ich glaube, der wird nicht viel wert sein. Ich glaube, der ist Abstoß 15k, aber okay, nimm mal mit. 15k Abstoß. Ist auch in Ordnung. Ist vielleicht irgendwas dahinter, EA? Ja. Immerhin, 83 ist, glaube ich, sogar... Die 83er sind, glaube ich, sogar ein bisschen was wert. Ja. 4, 5k, glaube ich. Und ja, den könnte man eigentlich für 15k abstoßen. Das werde ich auch machen. Da haben wir schon mal 15.000 Münzen mehr auf der Bank. Und ihr seht, der Spieler ist verkauft, den ich verkaufen wollte. Jetzt haben wir doch 3,3 Millionen Münzen. Und dann kommen wir zum allerletzten Pack. Vielleicht können wir noch ein paar hunderttausend Münzen auf unserem Konto dazu bekommen. 84 plus Team of the Week Pack. Come on, EA Sports. Es lädt sehr, sehr lange. Das muss was Krasses sein dann. Also ich habe keine Ahnung, ob es am Internet liegt oder an den Servern. Aber ich rate mal, die Server... Was ist denn da los jetzt, ey? Komm, lädt ihr gerade einen Ronaldo und Messi für mich hier oder was ist hier? So, Freunde, ich konnte nochmal klicken. Das ging dann auch sofort auf. Wird mein Warten hier belohnt? Was krass. Sterling? Oh, wer ist das denn? 84 plus und du kriegst einen 84er. Das ist natürlich
Ripperino. Und für diejenigen, die noch investieren wollen, ich weiß, viele interessieren sich nicht dafür, aber ganz ehrlich, die Infos kosten momentan richtig wenig, Jungs. Also guckt euch das an, den kriegt ihr wahrscheinlich für 12.000, 13.000 Münzen. Wenn irgendwann wieder eine SBC kommt, wo man sagt, ey, da braucht man Informs und die ist einigermaßen krass, sagen wir mal Flashback, Ibra oder so, können die nochmal steigen, aber wieder, ja, FIFA ist ein bisschen tot. Das ist nicht so, das kann man da noch investieren, wenn man Bock hat. Und dann, ja, würde ich sagen, was am heutigen Video, ob ich es streame, weiß ich heute noch nicht. Alternativ könnte ich fahre vielleicht heute nach Köln, könnte ich da ein Abonnententreffen machen. Sag Bescheid, wer Bock hätte, falls ich nicht streamen sollte, weil ich unterwegs bin. Und ja, schreibt mir, wen ich hier holen soll für 3,3 Millionen. Und dann würde ich sagen, was ist in der heutigen Folge leider nicht so viel Packlack. Bisschen was gezogen, aber nicht sowas krass, nichts mega krasses. Bin trotzdem einigermaßen zufrieden. Schreibt mir, was ihr gezogen habt. Was war euer bester Player-Pick? Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Euer Casey ist raus. Oder morgen. Genau, morgen mit dem Wiki-Nix-Stream. Ich hab wieder Bock, Jungs. Bin heiß auf einen neuen Spieler. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.